herzlich begrüßen zum Auftakt der Serie öffentlicher Kuratorenführungen, wo ich mir gedacht habe, ich lade Gäste ein, Gäste, die vor allem Beiträgerinnen und Beiträger zu dieser Ausstellung sind. Und die ersten, die ich begrüßen darf, ist Eva Bichler und Gerhard Bichler mit dem Künstlernamen Zweindopf. Oder Topf. Genau. Die ich im Zuge der Vorbereitung dieser Ausstellung im Erinnern eines Durchblätterns eines Katalogbuches von euch in Erinnerung hatte und wo ich mir gedacht habe, da passt eine Arbeit zu dieser Fragestellung über die sogenannte Propaganda Fidei so wunderbar dazu, weil sich herausgestellt hat, dass ich diese Ausstellung auf 5 Ebenen dann allmählich herausgearbeitet habe. Zum einen ein Reflex oder eine Reflexion auf den Ort hier, wo es vor allem jetzt in Bezug auf diese Fragestellung geht, Maria Hilf, befinden wir uns und der Raum heißt Maria, bitte Hilf, Ausrufezeichen. Dann sind eben Plakate aus den letzten 70 Jahren im Zuge des Großprojekts Kunst der Verführung zu sehen, wo ich von Barbara Steiner gebeten worden bin, auf die Kirchenplakate zu schauen. Habe ich auch Interviews geführt mit Menschen, die Plakate ermöglicht haben, auch innovative Plakate ermöglicht haben, oft auch jenseits der Erinnerung, weil Peter Trummer hier ist, also einer der ganz großen Ermöglicher einer wirklichen innovativen Schub war dein Bruder Hans Trummer, der in den beginnenden 70er Jahren die Neubacher Plakate eigentlich ermöglicht hat. Dann die dritte Ebene ist, dass ich Kunstwerke aus unserer Sammlung dazugestellt habe und die, oder wo war ich schon, bei der dritten oder der vierten, vielleicht kombinieren, mit der Möglichkeit oder mit der Chance, auch gegenwärtige Arbeiten dazu zu binden. Und ihr seid quasi so ein Beispiel, wo ich euch gebeten habe, etwas dazuzustellen. Und die fünfte Ebene ist quasi eine historische, kuratorische Erzählung, die man auf diesen Pappkartons sieht. Okay. Wir befinden uns im Franziskussaal mit einer Neuinszenierung der Arbeit von euch, die ihr, glaube ich, 2010 oder 2011, 2011 gemacht habt. Vielleicht, nachdem wir jetzt die Möglichkeit haben, euch da direkt zu befragen, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, sogenannte Spruchplakate herzunehmen, vielleicht kommen wir daher, und daraus eine Arbeit mit eurem künstlerischen Zugang zu machen. Erst einmal finde ich es ganz lustig, wo du gekommen bist und gesagt hast, du musst die Arbeit wieder herzeigen, weil wir es ist schon fast historisch 11 Jahre her, eigentlich in einem ganz anderen Kontext produziert haben. Wir waren damals eingeladen vom Christian Marzig und der Introspektion Graz, die haben in allen Grazer Bezirken Projekte Kunst im öffentlichen Raum gemacht, ja. Und man hat sich einen Bezirk aussuchen können und wir haben uns gedacht, Bezirke, was fällt uns da ein, wir nehmen Maria Trost, das hat irgendwie so diese spannende große Architektur dort und da hätte man zumindest einen Bezugspunkt, wo uns sicher irgendwas einfallen wird, ja. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt dazu, ja. Und wir sind dann öfters einmal rausgefahren in den Bezirk und durch die Kirche geschlendert und wir haben uns damals auch schon für ein paar Sachen interessiert. Wir haben eine Arbeit in Atmund gemacht mit Votivgaben, ja, und uns haben immer diese Fürbittenbücher interessiert. Andererseits haben wir alle irgendwie diese Historie mit diesen Spruchplakaten, die ja eigentlich in unserer Kindheit und in der Generation davor schon überall herumgehängt sind. Ja. Der Mama selber hat die immer in den Kosten reingehängt, oder? Die hat auch so einen Schaukasten quasi betrieben, oder wie soll man sagen, den Schaukasten quasi immer gestaltet in unserem Ort.
Und da hat sie eben, wenn ihr sonst nichts oft eingefallen ist oder keine Messen oder so zum Aufschlagen, hat sie immer diese Plakate verwendet, ja, weil die, halt so, die waren halt irgendwie im Umlauf, also von dem her sind die das heißt sehr aber, jetzt nochmal, das auf den Boden zu holen, dass das jemand tut, heißt, dass er oder sie Teil eines unendlich großen Verteilernetzwerks ist. Vermutlich, ne? Und dieser, ja. Und dieses Verteilernetzwerk hat es damals offensichtlich gegeben in den 70er, 80er, 90er Jahren, ausgehend von der katholischen Glaubensinformation der Erzdiözese Wien, Herbert Madinger, der das offenbar so gemacht hat. Und es hat dazu geführt, dass ihr offenbar kirchliche Ästhetik oder kirchliche Plakatästhetik damit verbunden habt. Ja, was uns interessiert hat eigentlich in vielen anderen Zusammenhängen und anderen Arbeiten auch, waren immer diese Idee der Aufmerksamkeit. Ja. Also da hat ja jemand versucht, irgendwie total grafisch interessant und schön, die ja heute noch ästhetisch interessant sind, irgendeine Art von Aufmerksamkeit zu generieren und irgendwie auch seine Werte zu transportieren dadurch. Ja. Dann gibt es auch sowas wie die Fürbittenbücher, ist ja auch die Frage, da geht ein Gläubiger hin und versucht irgendwie Aufmerksamkeit für sein Anliegen zu erreichen. Ja. Einerseits, andererseits haben wir uns damals, oder interessiert uns noch immer, der öffentliche Raum und der Versuch, wie dort Aufmerksamkeit halt der Konsumgesellschaft zum Beispiel über Werbung passiert. Und das hat sich dann irgendwie in so einem Konglomerat aus diesen Fürbitten, aus dieser grafischen Stilistik, aus Werbung und so heraus, hat sich dann ergeben, mit diesen Sprüchen zu arbeiten und die eben grafisch dann stilistisch an diesen Plakaten anzulehnen. Ja. Also das ist ein Prozess, der bei uns immer so hin und her geht und dann hat einer die Idee und der andere sagt, machen wir das und dann ja, verwurstet man das irgendwie zu so einer Arbeit, wie man es da davor sieht, ja, die 2011 ganz anders präsentiert worden ist. Es gibt noch eine Videoarbeit dazu, wie man da hinten sieht, da werden wir dann eh noch näher dazugehen. Ja, aber jetzt nochmal 11 Jahre später quasi nochmal auszugraben und nochmal neu zu inszenieren, war irgendwie jetzt eigentlich ein großer, interessanter Prozess und sich der Arbeit nochmal anzunähern, finde ich. Und noch einmal auf Relevanz in seinem eigenen Schaffen abzuklopfen irgendwie. Ja. Jetzt vielleicht nochmal zu den Fürbitten. Also wie gesagt, wir waren in der Kirche Maria Trost und dort liegen die Fürbittenbücher öffentlich auf. Ja. Aber es gibt eben auch ein tolles Buch von der Gabriele Bonisch heißt sie, die das aufgearbeitet hat. Also die hat die ganzen Fürbittenbücher dort angeschaut, also das Archiv sozusagen von den Fürbittenbüchern und hat da wirklich das kategorisiert in verschiedenste, ja, in irgendeiner Art von Ordnung auch gebracht. Ja. Und aus dem Fundus, den sie da quasi schon zusammengetragen hat, sind jetzt auch die da hängen. Genau, also bei diesen Fürbitten geht es ja jetzt nicht darum, ja, also wir gehen ja nicht her und wollen irgendjemanden bloßstellen, es geht ja nicht darum, dass man, dass es da um Fürbitten geht, wenn man zum Beispiel um seine eigene Gesundheit oder so bittet, sondern es hat irgendeine Art von Absurdität, die uns daran interessiert hat, ja, und die wir herausgezogen haben. Es gibt sehr politische Fürbitten, es gibt welche, die sehr oberflächlich sind, es gibt welche, wo einfach um Geld gebettelt wird, es gibt welche, wo ganz banale kleine Dinge gebeten wird, wie zum Beispiel um eine gute Schularbeit zu schreiben oder eben um politische Bitten, das finde ich dann auch ganz interessant, wie sich das überlagert. Ich glaube, da muss man sich bei den Einzelnen einmal, oder es geht auch so um Fürbitten, wo sehr viele Elemente von Religionen vermischt werden, zum Beispiel, wenn bei einer Fürbitte darum jemand bittet, dass man seinen Buddha wiederfindet, ja, also Gott bittet seinen Buddha, seinen Verlorenen wiederzufinden, ja, also auch die VSSDÖ. Genau. Auch die VSSDÖ, also die sozialistische oder sozialdemokratische Organisation von der Studentenschaft bietet den Wahlsieg. So Sonntagsausflug des Zentralkomitees der VSSDÖ Graz. Danke für das gute Mittagessen im Namen aller Genossinnen. Liebe Mutter Gottes, schenke uns den Wahlsieg. Ja. Da braucht man jetzt gar nicht so viel dazu tun. Also wir sind immer gefragt worden, ob wir das erfunden haben, die Sprüche. Eben nicht, so kreativ sind wir gar nicht. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja irgendwie ja. Typisch für unsere Arbeit, dass wir immer Dinge nehmen, die schon da sind. Ja. Also einerseits die Plakate, die es schon gegeben hat, und andererseits eben die Sprüche. Also wir sehen uns eher als so aufsuchen oder suchen und neu kombinieren vielleicht. Ja.
Aus meiner Sicht ist es natürlich jetzt einerseits als Kurator interessant, dass ihr so eine Low Culture hernehmt, ne? Also eine Tätigkeit, die jeder von uns oder unsere Tanten oder Cousinen oder keine Ahnung gemacht haben. Könnte ja sein, dass einer das von uns war. Und das heißt, das hat überhaupt nichts mit ästhetischer Brechung oder so zu tun, sondern es ist eine Unmittelbarkeit, die man niedergeschrieben hat, die man jetzt vielleicht naiv nennen kann, aber gleichzeitig in dieser Naivität hat es auch etwas enorm Befreiendes. Ja? Also jeder könnte so naiv sein von, von uns. Ich glaube, das ist gut, dass du das betonst, das kennt jeder von uns sein. Ja? Ich finde auch, ja. Weil die, genau, das heißt, ja. Es geht nicht um Bloßstellung, nein. Aber es geht um eine, ja. Um eine Sprache, die schon auch intim ist, ne? Also die uns eigentlich nichts angeht. Es geht nur der Mutter Gottes von Maria Trost was an. Aber gleichzeitig ist es auch eine Inszenierung des, sage ich einmal böse, des Religionsapparates, dass man solche Bücher auflegt. In Mariazell gibt es ganz richtige Stapel, die kann man im Museum dort in der Schatzkammer auch besuchen. Das heißt, diese Unmittelbarkeit der Bitten an die Gottheit. Ich sage es mal ganz objektiv. Ja? Also in jeder Religion findet man das. Und gleichzeitig habt ihr auch, einmal, glaube ich, habe ich zumindest gelesen, erwähnt, dass diese Unmittelbarkeit, etwas zu bitten, nach dem Zusammenfall oder nach dem Verdunsten dieser transzendenten Bezüge, wo wir ja auch, auch Zeugen und Zeuginnen sind der letzten Jahre, da ist ja ganz viel weggegangen, ja? Dass sie das verschiebt ins Internet zum Beispiel, ja? Auf Facebook oder auf Instagram, wo diese Öffnung privater Zustände ja Dimensionen angenommen hat, die wir nicht einmal im Entferntesten erträumt hätten, ne? Vor 10 Jahren. Das war oder ja, Geheimdienste erträumt hätten. Ja, genau. So. Das heißt, es gehört offenbar zu einem existenziellen Bedürfnis dazu, das Innere irgendwo hinzutragen. Also nicht nur zum Therapeuten oder zur Therapeutin, ist auch eine Möglichkeit, aber vielleicht auch in Büchern. Oder es hat das Genre des Tagebuchs gegeben oder das Genre des Briefes in den kulturell gebildeten Schichten des 18, 19. Jahrhunderts oder so, ne? Es solche Genera gibt es und da sind wir halt bei der religiösen Botschaft. Tatsächlich ist es wahrscheinlich eine doppelte Abhängigkeit, oder? Weil einerseits profitiert der Gläubige, andererseits profitiert die Kirche von der Zugänglichkeit. Also das ist, ich schätze mal, das ist eine Wechselbeziehung, oder? Man öffnet sich quasi diesen Fürbitten gegenüber. Ich sage mal so, Religion oder katholische Kirche ist ja auch nicht, ist ja jetzt auch nicht so etwas, was für jeden so einfach zugänglich ist. Es ist ja sehr kompliziert in Wirklichkeit, oder? Also würde ich sagen, ist diese Idee der Fürbitte etwas, was man irgendwie verstehen kann. Das ist ganz leicht, oder? Hätte ich das Verständnis. Ja, das ist zum einen. Andererseits ist es auch eine nüchterne religionsgeschichtliche Erfolgsgeschichte. Ja? Ja. Also ich hab ja draußen schon auf diese historischen Replik erzählt. Das heißt, nicht von umsonst dieser Raum, Maria, bitte hilf. Der Ort hier war eine Konstruktion. Also eine Konstruktion, die es vorher nicht gegeben hat. Auch Maria Trost hat es nicht gegeben. Das heißt, wir haben eine Zeit der, jetzt sage ich nur religionsgeschichtlich, der Gegenreformation, eine Form von entweder Strategie oder Öffentlichkeitsarbeit gehabt, wo man gewisse Modelle favorisiert hat, weil sie besonders erfolgreich waren. Maria Hilf wurde als Kunstwerk begonnen, ja, nämlich als Malerei von Giovanni Pietro de Bomis. Das Bild, das 1611 erstmals aufgestellt worden war in der Kirche,
Auch damit verbunden wieder eine Wundergeschichte, weil der Künstler, der ja nicht irgendeiner war, sondern schon ein wichtiger Künstler und Architekt, der Schloss Eggenberg geplant hat, das Kloster hier geplant hat, die beiden Seitenaltäre des jetzigen Doms gemalt hat, das Mausoleum von Kaiser Ferdinand II. Gemalt hat, das ist nicht irgendwer. Das ist ein Tintoretto-Schüler, das war ein Star. Und er hat natürlich auch gemerkt, dass er in seinem Starsein auch was verlangen kann. Das heißt, das ist relativ gut gegangen mit der Malerei und dann am Ende, als es schon fast fertig war, wollte er mehr Geld haben. Und die Minoriten haben gesagt, na, wie halt jetzt doch immer. Also bei Geld ist das immer ein bisschen schwierig. Und dann wurde er, sagt die Geschichte, blind. Er hatte zu viel, in Wirklichkeit zu viel Terpentin eingeatmet und die Mutter Gottes hatte sich selber fertig gemalt. Sagt die Geschichte. Das war also die Urwundererzählung von Maria Hilf. Und dem folgten ganz viele. In der Schatzkammerkapelle, 150 Jahre später drauf gemalt, auf den Fresken, gibt es ganz viele oder einige Wundererzählungen, die mit Maria Hilf in Verbindung zu bringen sind. Und im 17. 18. Jahrhundert, also bis 1786, als Kaiser Josef II. Das massiv abgestellt hat, war das die zweitwichtigste Wallfahrtskirche der Steiermark nach Mariazell. Ja? Also der ganze Kreuzgang war voller Votivbilder und auch der Tabernakel, der später erst gemacht worden war, ist aus diesen Silberstücken, also aus diesen Legierungen eingeschmolzen und dann neu gemacht worden. Das heißt, wir haben da schon so eine späte Reflexion auch auf diese Geschichte mit diesen schönen Präsentation, die ihr da gemacht habt, mit dieser Form der unmittelbaren Hilfe. Das heißt, das war ein extrem erfolgreiches Modell, wenn ich jetzt sage, die Herstellung heißt ja die Propaganda Fide und in der heute würde man sagen Marketing, oder? Genau. Ja. Also jetzt ganz nüchtern gesprochen. Aber gleichzeitig, wie ihr zu Recht sagt, ist es auch ein tief existenzieller Vorgang, weil das jemand in Not ist, da zu beten, ja was, wo, wann dann? Ne? Aber alle sind eben nicht in Not. Ne? Also gib uns Kurt Waldheim zum Präsidenten, wie wir auf der anderen Seite sehen. Also es gibt sehr unterschiedliche Formen, mit denen die Gottheit, die Mutter Gottes in dem Fall, in der katholischen Variante, oder Jesus oder was auch immer, womit die konfrontiert sind täglich. Genau, bei den politischen würde ich sagen, lasst sich relativ leicht entlarven. Bei den persönlichen sind wir mittlerweile so weit, ja, da waren wir vor 10 oder 11 ja vielleicht anders, dass ich mir jetzt nicht mehr anmaßen würde zu sagen, in welcher existenziellen Krise jeder Einzelne ist mit seinen kleinen oder großen Problemen. Ja. Das weiß man immer oft nicht. Ja. Es kann ein Fünfer in irgendeinem Gegenstand das Schlimmste der Welt sein. Ja. Also da würde ich mir jetzt auch nicht mehr anmaßen. Ja. Aber diese politischen Sachen sind natürlich schöne Beispiele dafür. Ja. Aber das hat gleichzeitig natürlich, eben weil man diese zwei Seiten sieht an dieser Arbeit, wird meines Erachtens die Arbeit ja auch wirklich zum Kunstwerk. Es ist nicht einfach eine blöde zur Schaustellung oder Entlarvung von irgendwelchen Allianzen von Thron und Altar, sondern es ist so eine Mischung. Es könnte eben irgendwas könnte auch von mir sein oder so. Und das finde ich dann das Schöne dran. Deswegen ist vielleicht das Beliebteste, das ist ja schon ganz weg als Edition, bitte erhalte mir die guten Ausreden. Ja, und dazu habt ihr noch eine Performance gemacht. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch kurz was sagen. Genau, ja. Also es hat ursprünglich war die Idee, dass es hat zwei Säulen gegeben. Also es war schon einmal der Grundgedanke, wir haben Plakate und wir wollen die in den öffentlichen Raum bringen. Wir mieten uns eine Werbesäule eben direkt dort in Maria Trost bei der Endstation, wo man aussteigt, um diese Plakate dort zu präsentieren. Ja.
Gleichzeitig kann man aber dann dieses, wie soll ich sagen, die Bitten irgendwie hintragen und quasi diesen Ort aufsuchen. Wir wollten das irgendwie mit der Kirche noch einmal verknüpfen, auch für die Ausstellung, also dass man die Kirche sieht, und deswegen gibt es auch diese mobile Säule. Also da steckt tatsächlich in dem Fall ich drinnen, ja, also die haben uns beklebt und sind dann eben diese vielen Stufen da zur Kirche hinaufgewandert, eben noch einmal mit den Bitten, ja. Also einerseits nochmal diese, also die Werbung, ja, also man bringt diese, soll ich sagen, oft sind es ja auch eben Bitten um Geld, um Konsumdinge, ja. Man setzt die jetzt irgendwie gleich auch mit diesen Werbeversprechen und bringt die auf so eine Säule, wo normalerweise eben immer um etwas anderes gepult wird, ja. Und dann eben nochmal die Wallfahrt vielleicht, oder indem man da rauf, das Pilgern, indem man da rauf geht und das quasi hintragt in die Kirche, ja, diese Bitten. Und wie man sieht, ist es schon auch ein bisschen gefährlich, dieser Weg zur Madonna. Es ist sehr gefährlich. Und du würdest das jetzt, glaube ich, nicht mehr tun, hast Nein, du ich gesagt, gesagt, 10 Jahre ich würde es, glaube ich, nicht mehr tun, weil es war wirklich so, also wenn man mich umgeworfen hätte, wäre da runtergefallen und runtergerollt, weil ich habe ja nichts gesehen, also ich habe nur so ein kleines Loch gehabt zum Rausschauen. Also in dem Fall waren wir oft so, ja, wie soll man sagen, jung und dreist. Mutig. Ja. Genau, die Präsentation, so wie es jetzt ist, haben wir gedacht, vielleicht da mal diese Drehbewegung, die in diesen Säulen oft drinnen ist, Werbung noch einmal übersetzen ins Video. Ja. Man muss eigentlich theoretisch, das machen wir jetzt da nicht, aber wenn man halt das Video in einen sehen will, müsste man dem nachgehen und wird quasi vom Video gezwungen, diese Drehbewegung mitzumachen. Ja. Was wir ja immer wieder tun, ja, wenn wir das dann wieder neu einschalten. Jeden Tag dafür, ja. Ja, dann sage ich danke jetzt für die... Oder wir sagen bitte, ja, bitte, danke, danke. So zum Abschluss. ja, und auch für die wunderbare, ja, Präsentation, nämlich auf den Raum auf diese Weise zu reagieren, sodass man notfalls es dann auch verschieben kann, wenn hier Veranstaltungen Genau, sind. Das ist vielleicht, weil du bist ja gekommen mit der Anforderung, es muss auch wegräumbar sein, ja, und Wir arbeiten gern dreidimensional, uns ist es irgendwie zu wenig, die Bilder einfach so als Block an die Wand zu hängen. Und da haben wir uns natürlich versucht, irgendeine Art von Architektur zu überlegen, um das räumlich zu präsentieren und da diesen Anforderungen gerecht zu werden, dass man es dann auf die Seite schieben kann. Ja. Also das wäre dann im Prinzip hundertprozentig mobil. Ja. Und es ist auch eine Nachnutzung, das Material, weil das war, vielleicht hat es ja jemand gesehen, im Juli am Karmeliterplatz, wo man diese Sammlungspräsentation von der Stadt Graz gemacht haben. Ja. Genau, aus Ausstellungsarchitektur. Also es gäbe eine weitere Nachnutzung, da kann ich... Vielen Dank.